aber wir tun es jetzt alles wieder hier rein und da es jetzt erst aktualisiert wird, wird er das alles brav weggemacht haben und es ist weg. Es ist nicht mehr da und es befindet sich jetzt in dieser Chest. Und sobald der Arc Furnace steht, kann ich hier ein normales Item-Conduit machen und es mit dem Arc Furnace verbinden. Ende. Was ich dann natürlich noch machen könnte, hallo, wäre bestimmte Items zu definieren, die der Arc Furnace akzeptieren soll. Das wäre eigentlich bestimmte Dinge zu exportieren, die direkt in den Crusher gehen sollen. Oder halt auch in den Furnace. Ich könnte halt alles automatisieren. Ja. Mann, verdammt, das geht aber lange, das Gift. Ist ja nicht wahr. Wie ist denn die überhaupt reingekommen? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Sie ist auf dem Coke offen gespawnt. Das gibt es ja nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ah, verdammt. Wenn ich Shift-Rechtsklick drücke, dann wird sich der Mode, dann ändert sich der Mode von der Pickaxe. Wenn ich aber nur rechtsklicke, dann öffnet sich das Inventar. Ich habe keine Möglichkeit, eine Torch zu setzen. Ist ja nicht zu fassen. Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall sowieso, ach Gott, wir müssen da auf jeden Fall noch eine hinsetzen. Und da auch noch. Und dann setzen wir hier zwei hin und nehmen die mit. So. Weiß mir jetzt nicht anders zu helfen. So, und dann springen wir darüber. Und jetzt kann ich mit Shift-Klick die Torch platzieren. Es ist absurd. So. Und jetzt machen wir auch F7 wieder aus. Oben auf dem Nether-Portal könnten sie auch spawnen, aber das ist ja bis jetzt, glaube ich, noch nicht passiert, ne? Also wir ignorieren jetzt einfach mal diese Tatsache, dass das da oben auch spawnen kann. Was wir aber nicht ignorieren können, ist hier, dass der Coke offen nicht weiterarbeitet, weil er mit Creosote Oil gefüllt ist. Also müssen wir nochmal zurückgehen und ein paar Fluid-Conduits besorgen. So. Wenn das Überhand nimmt mit dem Zeug, dann werden wir das auch irgendwo löschen. So, und da gucken wir mal. Extract always active. Jawohl, da kommt es raus. Also ich habe tatsächlich den Aufbau richtig verstanden von diesem Ding. Die Inputs... natürlich, jetzt verstehe ich das noch besser. 4 der Slots sind für die Inputs, für die Kohle. Und die anderen 4 sind für die Outputs, der Coal Coke. Okay, das werden wir auch automatisieren. Definitiv. So, und da gehen wir in den Keller runter. Also, gucken wir mal. Wo kommt denn das raus? Da oben. Okay, gehen wir mal dahin. Das ist sehr schön, dass ich hier diesen hohen Sprung habe. Das hilft mir sehr bei der Arbeit im Keller. Großartig. Damit könnte ich bestimmt auch wunderbar tapezieren und malern und so. Fantastisch. Jetzt würde ich noch ganz gerne die Sprucewood Planks da hinsetzen, damit da nicht ein Loch in der Decke ist. Das wusste ich eigentlich schon, dass das passieren wird. Okay, ihr verzeiht mir mal kurz diesen Eingriff in die Spielmechanik. So, so und so. Okay, und dann löschen wir das hier doch. Okay, so, jetzt machen wir da noch das letzte Fluid Conduit dran. Und jetzt gehen wir wieder nach oben und sagen exportieren. So. Okay, und extract und always active. Und da läuft es schon. Gut. Und damit kann der jetzt hier weiterarbeiten. Jetzt können wir natürlich noch... Ich weiß nicht, auf welcher Seite die Outputs sind. Vielleicht kann man das selber definieren und selber bestimmen. Also wir holen uns jetzt noch mehr Item-Conduits und werden denen dann sagen, extract braun, damit es hier in das MI-Interface geht und es in das MI... System exportiert wird. Importiert wird. Also, wir brauchen Item-Conduits und das sind auch genug. Da ich ja hier ein wunderschönes Netz aufgebaut habe, wo alle Item-Conduits ein Netz bilden, kann ich diese Item-Conduits, die ich hier habe, einfach irgendwo anschließen. Ich muss sie nicht direkt bis hinten hinführen und das finde ich immer sehr schön. So, also, wir probieren es jetzt einfach mal mit einem. Wo sind denn, da sind zum Beispiel Item-Conduits, da ist noch ein Zombie-Pigman. Gibt's ja gar nicht. Wow! Hä? Irgendwas hat mich gerade verletzt. Ich weiß nur nicht was. Egal. Auf jeden Fall wirst du sterben. Der hat mich verletzt, obwohl er passiv war. Der hat doch... Naja, sehr merkwürdig. Okay, also wo sind wir auf der richtigen Höhe? Wir sind, glaube ich...
Ich weiß nicht. Ich sehe es nicht. Wir müssen da so nochmal einen platzieren. Und jetzt sind wir hier. Okay. Also gehen wir hier lang. Und, Moment, wie kann ich denn hier jetzt mal... Da. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier die ganzen Anschlüsse zu dem Industrial Squeezer ausmachen. Also sagen wir hier Disabled und da sagen wir auch Disabled. Und ich glaube, oben kann er gar keinen... Doch, da hat er auch einen Input. Conduit Connector, gehen wir hier auf die Items. Da können wir auf Energie umschalten. Das wusste ich auch lange Zeit nicht. Wenn mehrere Conduits auf einem Ort sind, kann man hier umschalten. Da sagen wir Disabled. Gut, wunderbar. Und dann können wir hier rüber gehen und in dieses Item Conduit einfügen. Ganz großartig. Fantastisch. So, das ist nicht so dramatisch, wenn wir hier einen Extract dran haben, weil der Extract standardmäßig auf Active with Signal ist. Das heißt, auch wenn wir das falsch platzieren, wird er hier nichts exportieren, weil er standardmäßig deaktiviert ist. Das ist immer sehr gut, also selbst wenn man da mal was falsch platziert, ist nicht so dramatisch. Nicht, dass dann gleich das ganze System zusammenbricht, weil da irgendwas exportiert, was ich gar nicht wollte. Ah, ah, Gott, verdammt. So. Okay, das hat natürlich nicht geklappt. So. Noch bleiben sie alle da. Und jetzt sagen wir Extract braun und Always Active. Und da verschwindet es in den... Scheiße. Okay, ich habe natürlich nicht aufgepasst. Die Farbe war zuerst auf grün. Und grün bedeutet Input in den Crusher. Und ich habe das Signal zuerst auf Active Without Signal gemacht und da ging es los und da hat ein bisschen von dem Zeug in den Crusher exportiert. Nicht so dramatisch, wird jetzt nicht mehr passieren, nachdem ich es auf braun gestellt habe. Das können wir gleich überprüfen, wenn wir mal gucken, ob unser System ein bisschen Cold Coke bekommen hat. Pures Cold Coke. Und ich werde jetzt hier etwas machen, was tierisch teuer ist, aber was einfach viel schöner ist, wenn wir es so machen. Natürlich könnte ich die Item-Conduits auch unten verbinden, miteinander, aber das wäre einfach nicht schön anzusehen. So, wir gehen jetzt hier auf braun und always active. Und dann gehen wir hier auch auf braun, always active und der Crusher geht nicht an, wie wir hören. Und hier verschwindet die Cold Coke, die wir produziert haben. Wunderbar. Und jetzt können wir mal in unser MI-System gehen und da müssten wir jetzt mindestens 2 Stacks Cold Coke sehen. Wunderbar, wir haben 133 und wir haben, eigentlich müssten wir auch, ach, das Coke Dust, oh, das heißt Coke Dust, nicht Coal Coke Dust. Okay, dann gehen wir nur auf Coke, da haben wir ein bisschen Coke Dust und ein bisschen Coal Coke. Gut, wunderbar, das funktioniert also vernünftig. Was wir natürlich machen könnten, wäre die ganzen Exports auf grün zu stellen und sie standardmäßig schon durch den Crusher zu schicken. Und dann würde alle Cold Coke automatisch immer sofort zu Coke Dust verarbeitet werden. Wäre eigentlich gar nicht doof. Denn das, was hier aus Versehen passiert ist, ist eigentlich das, was ich will. Cold Coke brauche ich ausschließlich, um es im Crusher zu verarbeiten für Coke Dust. Der einzig andere Grund, es aufzuheben, wäre in einem Blast Furnace, um Steel herzustellen. Aber in dem Blast Furnace benutze ich einfach mein Charcoal. Also es ist so gesehen tatsächlich gar nicht doof. Wir werden das hier rausnehmen und die ganzen Export-Buses, also diese ganzen Conduit-Konnektoren, werden wir auch grün stellen. Und dann geht es automatisch in den Crusher rein. So. Das ist eigentlich viel sinnvoller. Okay, was wir jetzt noch brauchen... warte mal, ich werde dem mal die restliche Cold Coke geben. Temporärer Crusher Input. So, da kommt jetzt Cold Coke rein. Was jetzt noch sinnvoll wäre, wenn das MI-System automatisch in den Industrial Squeezer den Coke Dust importieren würde. Oder exportieren würde. Das ist immer ein bisschen schwierig, man muss vom System ausgehen, von dem MI-System muss man ausgehen. Ich möchte etwas in eine andere Maschine einfügen. Das bedeutet aber, ich brauche einen Export-Bus, weil es aus dem MI-System rausgeht. Das ist ein bisschen knifflig, es geht in die Maschine rein, aber das interessiert das MI-System nicht. Es geht aus dem MI-System raus und deshalb brauche ich einen Export-Bus. So, ein Export-Bus, bitteschön.
Da brauchen wir nur einen Piston und den anderen Core haben wir sogar noch, bin ich ziemlich sicher. Wunderbar, ein ME-Export-Bus. Da wir nur eine einzige Sache exportieren, brauchen wir hier auch keine Upgrades. Wir brauchen nur ein paar ME-Glass-Cable-Fluids. Und dann müssen wir das natürlich mit unserem ME-System verbinden. Das könnte jetzt an dieser Stelle ein bisschen problematisch werden, weil das ME-System nur bis dort hinten Kabel gelegt hat. Ich brauche also definitiv mehr Glass-Cable. Und wir werden das von Anfang an anders machen, denn es gibt auch ME-Conduits. Und genau die werden wir brauchen. Da brauchen wir Flux Crystal, Quartz Fiber und Conduit Binder. Und da gucken wir jetzt mal. Wahrscheinlich haben wir davon gar nichts. Aber das macht nichts. Oh doch. Also wir haben relativ viel Conduit Binder. Wir haben, wie viel Quartz Fiber haben wir denn noch? 5. Ach, das reicht für 5 Rezepte. Das Einzige, was wir tatsächlich brauchen, ist ein Flux Crystal. Weil die haben wir ja aufgebraucht. Also ich brauche ein Charge, Certus Quartz, Nether Quartz und Redstone. Okay, da haben wir 10 Stück. Dann brauchen wir noch Nether Quartz und Redstone. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal hier ans Wasser. Wo ist denn Wasser? Scheiße. Ich habe ja hier alles gedrained. Für den Keller. Die verdammten Sponges müssten auch mal weg. Es ist von außen immer noch nicht schöner, aber wenigstens habe ich einen Keller. So. Da schmeißen wir das jetzt rein, möglichst da, wo es nicht ganz so tief ist. Also Charged Certus Quartz, Redstone und Nether Quartz. Da rein, wunderbar. Die Strömung kommt mir sehr gelegen. Da haben wir immerhin 20 Flux Crystal. Und das sollte eigentlich reichen, um genug Conduits zu bauen, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. So, weil es wird jetzt sowieso an den Quartz Fiber hapern. 24. Es hapert wirklich an den Quartz Fiber. Also wir gehen jetzt hier hoch und können jetzt hier ein ME-Conduit neben den anderen Conduits verlegen. Cool, oder? Das ist jetzt das ME-Glass-Cable, was ich normalerweise außerhalb verlegen müsste. Was ich aber halt jetzt nicht muss, weil ich hier die schönen Conduits habe. Das ist obergeil. Ich muss eigentlich schon aufpassen, womit sich das verbindet. Aber nee, muss ich nicht. Es wird sich nämlich mit gar nichts verbinden. Weil die ME-Conduits und auch die ME-Fluix-Cable, die können sich grundsätzlich mit nichts verbinden, außer mit anderen ME-Blöcken. Und dazu zählen eben auch diese Import- und Export-Buses. Also das kann sich hier mit keiner anderen Maschine verbinden. Gut, ich denke mal, einer von diesen beiden unteren Slots wird das sein. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall mehr. Und da brauchen wir mehr Quartz-Fiber. So, gucken wir mal, wie man das herstellt. So. Oh, das Certus Quartz Dust. Okay, wir haben nicht mehr viel, aber sollte eigentlich reichen. So, das stellen wir schön her. Die Segmel hat jetzt noch gar keinen Export. Wäre eigentlich auch schön, wenn wir da noch einen Import-Bus machen in das ME-System. Aber das brauchen wir so selten. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So, Quartz Fiber. Und jetzt wollen wir noch mehr von diesen Conduits herstellen. Bam. So, reingeben und dann können wir hier noch mehr erstellen. Und jetzt fehlen mir die Flux Crystals. Okay, also jetzt müssten wir losgehen und mehr Quartz suchen, aber ich denke, das reicht. Ein Problem mit diesen ME-Conduits ist, da sie praktisch einen ganzen Block beanspruchen, kann ich jetzt hier hinten dieses Glass-Cable, diesen einen Block, kann ich nicht mit einem Conduit ersetzen, weil das Glass Cable und dieses Crafting Terminal sind beide im gleichen Blockspace und das geht mit den Conduits leider nicht. Das Conduit kann sich nur mit anderen Conduits den gleichen Block teilen, aber nicht mit anderen Blöcken. Das ist sehr schade, aber es lässt sich jetzt halt nicht wirklich ändern. So. Ich dachte gerade, verdammt, importieren kann ich doch auch einfacher, aber das ist ja exportieren hier. Okay, importieren wir einfach über ein normales Item-Conduit gegangen und dann an das Dingens, was wir da unten haben, an das Terminal. So, ME-Export-Bus. Und da müssen wir jetzt tatsächlich mit einem Fluix-Cable dran, da können wir nicht mit einem Conduit dran. So, deshalb brauchen wir nach wie vor beides. Und hier sehen wir, haben wir jetzt nur einen einzigen Slot frei. Und da tun wir jetzt Coke-Dust rein.
Und funktioniert es oder nicht? Ja, es funktioniert. Also der Export-Bus ist, wie es aussieht, langsam, aber das macht nichts. Wir könnten Acceleration-Cards bauen, damit sie schneller exportieren, aber das ist überhaupt nicht nötig. Das braucht es nicht.